Kartoffelchen gekocht. Nur. Mann, nur wofür? Gekochte Kartoffeln. Das ist gut. Und die Kleinen alle essen Heu. Heu ist gut für euch. Heu ist gut für euch. Das ist mein Lieblingshähnchen. Du bist mein Lieblingshähnchen, solche ohne Haare, so richtig Lieblingshähnchen. So, die Kinder essen Heu, die Hühner brauchen Wasser. Wasser gibt es nicht viel, ich muss wieder bringen. Ich habe gesehen, die Ziegen haben ganz schön ausgetrunken. Nur noch das. Und zwar wieder bringen. Komm, komm, mein süßes Hähnchen. Komm. Peterchen. Komm, Peterchen, komm. Komm, du süßer Peter. Aha, hier willst du ein bisschen? Na, jetzt bitte. Droschki tot. Droschki tot. Na. Nur für zwei gereicht. Welcher Durst. Alle haben heute Durst. Nein, nicht so schlagen. Oh. Mir ist schon schlecht davon, wenn die sich so schlagen. Mir ist richtig schlecht davon. Oh. Wofür? Wofür solche Konkurrenz? Wofür diese Konkurrenz? Die trinken alle friedlich, teilen ihren Töpfchen. Ich hole noch mehr, ich hole noch mehr. Ich versuche euch einen normalen Topf zu finden. Moment, ich suche für euch einen Topf. Und dann wird alles... Tipptopp. Tipptopp. Wolltest du hier rüber? Ach, ich habe keine Zeit für dich. Ich hole Wasser und versuche vielleicht den Topf nehmen. Ich habe hier noch einen Topf. Hier so ein Topf. Der scheint doch perfekt zu sein. Ne? Dann habe ich einen Topf. Ich habe einen Topf. Moment, ich muss nur Wasser holen. Ich hole Wasser, dann füllen wir auf. Ah, wie schön ihr hier esst. Die lieben hier diese Heustelle. Die gehen da drunter. Und da hoch. Маечка, маленькая, Маечка. Майя, zeig dich mal, zeig dein Füßchen, Майя. Genau, genau, geh zu Mama. Genau, mach das so von alleine. Ich halte die. Ui, sie ist abgehauen. Ich würde die für dich halten. Die Maya versucht sich zu retten, wie sie kann. Von alleine. Komm, Maya, komm, ich halte dich, komm. So, so, so. Komm, 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 komm. Sosa! Sosa, sie! Sosa macht das nicht. Bist du da, Sosa? Komm mal her. Ich tue dich hier rein. Hier rein. Und zu machen. Sieh.
Mutti, ja, prenesu vody. Ich hole Wasser in der Zeit und du bleibst hier stehen, okay? Sollst du? Du kannst Heu essen. Nein, 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 nicht abhauen. Ну дай ей трошки. Ну дай! Майя, sorry, keine Chance. Sorry, Майя. Die Mama ist wild und ich muss Wasser holen. Jetzt habt ihr da und da und hier sauber. Bis zu dem Loch, da bei der Seite gibt es ein Loch. Aber bis zum Loch gibt es Wasser. Ach, bist du schön. Ach, bist du schön. Ja, wie du dich aufpustest. Ich liebe das. Schön. Schön. Бодя, який ти гарний Бодя. Бодику, Бодику. Та хай Бодик. Бодик, але ж ти гарний Бодьку. Красунький, красунчик Бодька. А файний. Super fein. Ja, trinkt, trinkt. Trinkt, jetzt habt ihr schönen Topf. So, wir gehen weiter. Vielleicht brauchen noch die anderen Hühner. Komm, gerne. Schön warm da drauf, Rani, ne? Wenn so viel Heu auf dem Boden ist, schön warm, sag mal. Mein Süßer. Toma! Toma, du hast schon Hörnchen. Toma! Meine Süße. Tomka, hast schon Hörnchen. Ne? Haut ab. Hat Angst. Wie ist das bei euch mit Wasser? Wie ist das bei euch? Ihr habt Wasser, aber die mögen nicht dieses Hefewasser. Da unten diese Hefe, haben die schon genug davon gehabt. Trinken doch dieses Hefewasser. Das war vielleicht voll die dumme Idee. Super dumme Idee, das zu tauschen. So, jetzt gehen wir Saft holen. Birkensaft holen. Da brauche ich neue Flasche.
Und vielen Dank euch, liebe Mädchen. Ich habe schon gesehen, was ihr gemacht habt. Ich habe schon gesehen, was ihr gemacht habt. Ich muss hier zumachen. In Nester legt ihr nicht die Eier. Aber da habe ich schon gesehen. Im Dreck, auf dem Boden, in diesem Gang. Da muss ich jetzt da reingehen. Alle weinen, Bonnie, wie schön ihr das macht. Nach der Reihe, ja, ja. Ja, das Gute, Bruder und Schwesterchen. Stjopitschka, nur du hast auch schon gehabt. Nur mehr habe ich nicht, mehr habe ich nicht. Ganz sowieso ein Tropfen Milch von den Kindern geklaut. Ну, маленький, но я більше не маю. Я більше не маю, Стьопчик. Ich hab nicht mehr. Ich hab nicht mehr, mein Freund. Ich hab nicht mehr, mein Süßer. Ты моя süße Freundchen. Більше не ма. Більше не ма. Все. Schockinette, jetzt muss ich da reingehen, Eier holen. So. Alle frisch. Sehr, sehr frisch, aber hier auf dem Boden im Gang. Schießt. 6 Eier. So, fertig hier. Heidi ist schön gewachsen und liebe Freunde, die gute Sache ist, ich muss nicht mehr die Heidi halten. Die Mama halten, dass die Heidi satt wird. Die Heidi rettet sich selber und trinkt von der Mama fast so viel wie der Mokka. Gewachsen. Also mit Heidi ist Problem gelöst, aber mit Maya noch nicht ganz. Die kleine Maya, die hat weiter noch nicht so geheilt, das Füßchen, aber ich würde sagen, es wird wieder besser. Es war schon mal besser, dann wurde es schlechter. Dann. Aber die isst, die spielt, die läuft mit auf die Weide, aber leider nur immer mir hinterher oder Christian hinterher. Christian hat hier ein wunderschönes Brett gemacht, vielleicht habt ihr schon gesehen. Christian hat hier so ein Brett gemacht, um das zu verhindern, dass die Kinder da reingehen. Wenn uns die Kinder da reingegangen sind, wollten die Mamas das Heu nicht mehr essen. Ja, meine Süße, Majitka, Malenka.
Maja. Маленька, хорошенька, зюсочка, meine Süße. Ja, also ist alles im Moment sehr, sehr gut und nicht mehr so schlimm. Hallo unsere lieben Freunde, hier sind wir und unsere Ziegen. Heute haben wir jetzt vor, unser Saft zu holen. Und wir haben uns überlegt, wir besuchen unseren Nachbar, der mit dem Arm. Wir gehen da durch den Wald. Das ist ja schon, wo wir Saft holen. Ist ja schon die Hälfte, der Hälfte vom Weg. Und dann haben wir gedacht, ich nehme ihm zwei schöne Äpfelchen. So einfach als Geschenk, weil ich sonst nicht weiß, was ich für ihn mitnehme als Geschenk. Solche schöne rote. Das schwarze ist nicht kaputt. Das ist einfach schöne Äpfelchen. Das ist solche Farbe. Das ist Natur. Naturäpfelchen. So, wir nehmen die Ziegen mit. Die Wäsche kann ja noch trocknen. Wir nehmen die Ziegen mit und wir gehen Saft holen, wie gesagt. Der Christian möchte noch zwei anbohren. Und wir wollen gerne wissen, wie sein Arm ist. Weil wenn das nämlich gar nicht besser ist, vielleicht braucht er Hilfe. Vielleicht braucht er Hilfe, dass man ihm mit dem Auto irgendwo hinfährt. Ja, man muss helfen, wie man kann. Sonst, wenn wir Hilfe brauchen, werden wir auch nicht geholfen, wenn man den anderen nicht hilft. No. Mein Liebling ist immer hier hilfsbereit. Stellt euch vor, liebe Freunde, ein wunderschöner Mann kommt aus Düsseldorf. Hey, fu. Super große, wunderschöne Stadt mitten in Europa. Und kommt hier in diese Dschungel und lebt hier mit mir und hilft hier diesen uns armen Ukrainern. Ich trag das. Ja, ich bin aber hier nicht gekommen, um zu den Ukrainern speziell zu helfen, einfach weil wir hier leben. Ja. Auch in Deutschland wohnen. Ja, der ist zu mir gekommen, weil er mich so liebt, stark. Ne, Schatz? Ja, da ist er auch gerade skeptisch. Nee, ich wollte sagen, natürlich. Und wir sind ja schon lange vor dem Krieg hier. Was hat das mit Krieg zu tun? Einfach, wir lieben uns und leben hier bei mir zu Hause. Fertig, Feierabend. Punkt. Punkt, liebe Ziegen, jetzt kommt ihr mit. Kommt mit. Kommt mit, weil wir gehen nämlich sowieso zu dem Mann durch den Wald. Und könnt ihr wissen... Könnt ihr ein bisschen mitessen? Kommt! Kommt! Ich glaube jetzt die Karamellkastanie. Nee, leider, wir haben uns vertan mit einer Ziege, haben die. Aber die anderen zwei haben auch noch nicht geboren, ne? Aber die sind schon. Aber haben Bauch! Haben dicken Bauch, ne? No. Vielleicht müssen wir Maja ein Stückchen tragen nachher. Ja. Malenka. Natürlich jetzt ein bisschen schlecht mit der Maja. Wir tragen die ein Stückchen, aber die Taschen lassen wir gleich ja sowieso auf dem Weg. Ja, da ist aber meine Oma. Ja, da klaut keiner, wenn wir die gut verstecken. Aber jetzt weiß ich nicht, ob ich das Haus zugemacht habe. Oh, welches Gedächtnis, ne? Nu, Ayanes Nayo. Oh, Nase läuft weiter und weiter, nix. Ui, die Gänse schwimmen da, ne? Warte, ich zeig mal. Soll ich mal gucken, ob das Haus zu ist? Oh, Schatz. Ich sag nicht nein zu solchem Angebot. Danke. Armes Liebling, geht für mich kontrollieren, ob das Haus zu ist. Kommt, Mädels, nicht hier stehen bleiben. Nicht hier stehen bleiben. Nicht auf die Bänke. Jedes Kind will auf die Bank. Ja. War zu? Was? Ah, siehst du, ich bin doch nicht so dumm. Ah, zugemacht. So dumm bin ich nicht. So, der Baum wird... Marussia ist heute nicht mehr da, weil der Baum ist... Der Baum schon fast aufgeräumt ist. Fast fertig.
so, wenn Marusa so möchte, weil sie kommt hier auch, weil die nur einsam ist. Die ist so einsam, die kommt fast jeden Tag und fragt, kann ich euch helfen, irgendwas mit euch mitessen. Ich finde das schön, weil klar, uns hilft das sehr und wir freuen uns, wenn die kommt. Und wir kaufen ihr ein paar Sachen, Brot, Fischkonserven, so Wurst, was sie sich wünscht. Ah, gestern haben wir ihr versprochen, Chips ihr zu holen, weil sie sehr, sehr gerne, würde gerne im Leben Chips probieren, Kartoffelchips. Die hat die noch nie im Leben probiert. Ne, Schatz? Bitte? Marusia hat noch nie Chips probiert. Nee. Und hat gebeten, wenn es geht, ich hätte die gerne mal probiert. Aber die hat auch hart gearbeitet. Also wir sind ihr sowieso jetzt Geld schuldig. Also kaufen wir ihr das. So, ich werde nicht den ganzen Weg filmen. Wir laufen zu dem Mann, zum Igor. Igor, vielen Dank für eure Kommentare. Ihr schreibt in Kommentaren sogar seinen Namen. Das ist so liebenswert, wie ihr das macht. So richtig, richtig liebenswert, wie ihr die Kommentare schreibt. Wir sind euch sehr dankbar. Also zum Igor läuft man von uns durch den Wald ungefähr eine halbe Stunde, 40 Minuten, würde ich sagen. Also werde ich nicht den ganzen Weg filmen. Aber so ein bisschen am Anfang und ein bisschen da am Ende. Mein Schatz trinkt die ganzen Gläser. Flaschen. Ich bin sehr gespannt, ob der Saft getropft hat. Liebling, du darfst auch was erzählen, mein Süßer. Ja, was soll ich erzählen? Kalt im Moment. Ist dir kalt? Nee, mir nicht kalt, aber es ist... Ist die Jacke kalt vielleicht? Komischer Wind. Aber nee. Ist die Jacke dir kalt? Nee, mir ist nicht kalt. Und bist du? Es ist jetzt noch nicht so super warm. Nee, sehr kalt. Also mir ist auch so kalt. Ja. Bist du verschwitzt? Nee, gar nicht. Ich bin jetzt schon verschwitzt. Das ist nicht gut. Aber die essen schon gerne Fußball. Ja, das ist ein weniger für den Freund. Ja. Das ist Geschmack. Geschmack für grünen Gras. Aber echt nicht warm. Frühling ist immer so betrügerisch. Du denkst, das ist Frühling und das ist ja auch noch gar kein Frühling. Ich weiß noch nicht mal, welches Datum wir haben. Wir sind jetzt im Februar, liebe Freunde. Okay, ich lege hier auf, damit ich meine Handschuhe anziehe. Aber probiert jedes Gras. Jede Sorte, ne? Alles neu. Manches kriegt ihr nicht ausgerissen. Interessant, wie das geht, dass Ziegen haben Appetit auf Gras und andere Tiere, wie zum Beispiel Löwen, haben Appetit auf Fleisch. Ne? Und beide haben nur Muttermilch getrunken am Anfang. No. Aber wie die ist, guck dir das mal an. Ja. Sehr gut. Nein, lass uns mit. Und wir? Haben Appetit auf Gras und Fleisch. Die gehen schon wieder zurück, das gibt's doch. Nein, die werden bleiben. Komm, wir gehen ein Stück weiter, vielleicht kommen die dann. Ja, Schatzi, ich hätte gerne, dass die hier bleiben. Ja, aber ich will die ja hier lassen. Bleibt hier schön essen, Maya, du auch. Bleibt hier. Hier ist so schöne Gräser. Ich hasse das, wenn die immer was rennen. Ne? Bleib doch einfach. Wir gehen weiter. Schatzi, lass mich was tragen, Liebling. Nee, alles gut. Das ist überhaupt nicht schwer. Wie hier ist, glaube ich, nichts. Ja. Ja, es kommt ganz, ganz wenig. Nee. Das fängt vielleicht noch an. Aha, der Baum ist ganz wenig. Sollen wir mal den hier probieren? Wo willst du denn bohren? Da die weiter? Den oder da hinten den. Guck mal da, ist auch einer direkt. Aha.
Warte, ich guck noch bei dem, ob ich umfüllen soll. Oh nein, hier tropft alles daneben, Schatz. Das ganze Glas ist alles daneben getropft. Vielleicht hat das Glas einer verrückt. Nein, hier war keiner. Das sieht man, dass du schlecht hingestellt hast. Wo es voll war. Ja, dann gib mal hier rein. Ach, weißt du, was ich vergessen habe? Den Trichter. Ich mach so ohne Trichter. Ah, das war das Trichter. Alles daneben. Ja. Schade, schade, schade. Warte mal, ja, wenn du das nimmst, dann mache ich das weg. Wenn es noch leer ist, dann tropft noch okay. Aber ja, nee, halt mal der hier. Der steht zu weit. Ich mache das mit dem Hammer ein bisschen da weg. Der steht einfach zu weit. Nur aber fast 3 Liter haben wir schon. Diese Flasche hat 10 Liter. So. Jetzt steht gut, ne? Hoffen wir, dass es nicht wieder umkippt. So, und wo machen wir noch den Baum? Da hinten den Baum. Wo du sagst. Der war eigentlich immer ganz gut. Ja? Mhm. Hab ich so in Erinnerung. Ohne Handschuhe. Ich denke, du hast den Hund oder irgendwas angefasst. Ich hab nicht angefasst. Ich muss ihn hier mal aus dem Weg holen. Preiselbeerblätter, hat mir Rahel gesagt, soll ich sammeln und nehmen und trinken. Preiselbeerblätter. Okay. Nur Blätter oder ganze Stangen? Das weiß ich nicht. Warum nicht scharf? Nicht scharf. Das ist alles Preiselbeer. Das sind alles Preiselbeerblätter. In die Tasche. Komm, Saft. Ja. Voll viel.
Aber ich muss ein bisschen mehr reinschlagen, sonst wird er leer. Ja, ich glaube nicht so viel. Reicht schon. Ja. Kolom Lino, Kolom Rodo, Hora, 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 hey. Kolom Lino, Kolom Rodo, Hora, 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 hey. So, vielleicht hält das. So, und dann vielleicht da vorne noch ein. Was hältst du davon? Vielleicht ist das zu viel oder willst du Schnaps machen? Weil ich mach vielleicht noch Schnaps. Ich trinke nicht so viel aus. Kein Problem, ich mach Schnaps. Ja? Dann brauche ich viel. Dass der was hat, da hinten. Muss ich den in der Sonne? Ja, gut. Ah, soll ich das noch umfüllen? Das kleine wenig? Ja, der tropft ja gar nicht. Ah, doch, langsam fängt er an. Aber es ist voll gelb. Ja, das ist ich gebe das weg, den Baum noch. Das ist vielleicht eine dumme Idee, vielleicht kommen dann Ameisen. Manchmal mache ich echt super dumme Sachen, aber es ist zu spät danach, wo ich dran denke. Colombino, Colombrodo, Hora, Hora, Hora. Colombino, Colombrodo, Hora, Hora, Hora. Mein armes Mäuschen, der weiß schon gar nicht mehr. Mäuschen, das ist schlecht, da kann man den Glas schlecht hinstellen. Oder? Ja, hier kann man den hinstellen. Ja? Stehen lassen bis morgen. Ah, ne. Kommt. Etwas. Kommt. Starker Wind, ne? Wenn ich das zu weit rüber mache, ja, ja, такой добрый. Такой добрый hat besser gebeugt, ja, ja. Weil das wird sowieso nicht voll. Ja, aber das kann ja umkippen dann. Ja. Besser so, das wird sowieso nicht voll so schnell. Wäre gut, wenn das so stehen könnte. Oh, 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 tropft, tropft, tropft. Ja, dieser brauchst du nicht, Schatz. Das ist ja nur, dass der nicht hier runterfällt, verstehst du? Lassen. Weil wenn du so lässt, das wird nicht voll. Das ist okay. Das ist okay. Das wird ja, das wird ja nur ein bisschen weniger. Das ja. ist mir schon klar. Aber die Angst ist, dass es so rumfällt. Aha. Ja, so, jetzt ist es besser. Aber tropft sowieso ab und zu. Der wird noch nicht tropfen. Dem ist noch zu kalt. Oh, oh, oh. Jetzt pischlo. So, jetzt. Hoffentlich hält er. Kolom Leno, Kolom Brodo, Hora, Hera, Hora. Kolom Leno, Kolom Brodo, Hora, Hora, Hora.
So. So. Schatzi, hör mal zu. Man weiß es nicht. Ist nicht sagst. Mehr, ne? Ne, gerade war so ein Quietschen. Entweder von hier oder von den Bäumen. Aber wir sind schon weit gelaufen, liebe Freunde, und ist nicht mehr so weit. Ja, die Hälfte haben wir schon drin. Die Hälfte, wir müssen ja noch zurück. Ja, hier habe ich übrigens mal einen riesigen Steinpilz gefunden. Ah, mein Schatz hat schon die größten Steinpilze gefunden von allen hier. Ja. Ja, weil es nur die großen finden. Ja, ja, der findet manchmal Pilze. Wow, sind die riesig. Ich war schockiert. Guck mal, das Kiez schnell immer noch. Das ist ein Baum. Nee, das war ein Tier. Jetzt. Ich glaube eher, dass das ein Baum ist. Jetzt höre ich irgendwelche Kettensäge weit, weit, weit weg. Aber der Wind kommt langsam runter, ne? Wir sind im Wald. Ich glaube, deshalb ist der Wind weniger. Wenn wir jetzt rausgehen, ist da viel Wind. Ja. Danke nochmal, liebe Zuschauer, für die Kommentare und für das Zuschauen. Das ist so schön, ja, dass dieses langweilige Leben von uns aber doch jemanden noch interessiert. Und ja, wir haben jetzt schon zum Beispiel viel mehr als 3000 Abonnenten. Das ist schon Wahnsinn. Und wir kriegen schon Geld. Ich habe schon gesagt, wir kriegen von YouTube Geld. Wir haben vor kurzem 5 Euro pro Tag bekommen, aber wir kriegen jetzt mehr schon, ja, pro Tag. Schon jetzt das 8 ist Euro ungefähr. Alles dank 8 Euro, sagt mein Liebling. Dank euch. Alles dank euch, dass ihr die Videos schaut und sogar manchmal manche, die Zeit haben, Freunde, die gucken sogar bis zum Ende das ganze Video. Ja. Und das bringt uns natürlich Geld. Und wir, ja, freuen. Aber es soll einfach auch Spaß machen. Also. Ja, also nicht sich zwingen, was gucken. Nein. Ja. Ja, ich gucke auch nicht in YouTube etwas, was mir nicht gefällt. Soll schon Spaß machen. Ich gucke nur eine Bloggerin gerne. Ja. Und sonst die anderen so ab und zu, wenn ich was Schönes vorgeschlagen habe. Aber eine gucke ich immer gerne. Eine Frau, die hat Kinder, ganz viele. Da ist die früher im Geschäft gearbeitet hat. Aha. Ja, da haben wir übrigens schon gezeigt, da habe ich mal Sahne geholt, ne? Ja, das haben wir auch mal gezeigt. Haben wir mal gezeigt. Oh, guck mal, wie ausgerissen. Oh. So, ich mache so ein bisschen aus und zeige schon näher zum Haus von Ihor. So, Stjopka, wir sind fast da. Das ist hier das die Häuschen Nacht. Von dem... wo wir letztes im Geschäft getroffen haben, wie hieß der nochmal? Ivan. Ivan, ja. Der hat Bienen. Auch, und er hat Bienen. Und die sind die Nachbarn vom Ihor. Ein bisschen weiter vom Ihor. Hier war noch ein Ihor, der hat mit seiner Mutter gelebt, aber der ist jetzt in die Stadt gegangen. Oh, ich glaube, der Ivan macht sein Holz. Sein Holz, ja. Schön. Aber wie schön bei dem hier. Mitten im Wald. Das hat alles mein Enkelsohn gepflanzt hier, diese kleinen, aha, Tannen. Weil Tanne ist bei uns nicht so angesiedelt. Die Hühnerchen. Stjopka, tiki ne chipai. Stjopka, do meine. Den hat er selber gemacht. Siehst du das? Wahnsinn. Und wie hat er die Stücke? Der Reis muss nicht am Meier. Das Eiche. Christian, der Mais Reis. Nur du schaut, du schaut, du stellst sie, du stellst Quadratike. Ist kiki Chasu, wo ne Vrzeże? Ah, du ja mal, du machst was Piati. Alle, ne, vero bele tut korotki. Це просто тут, так? Alsasino troschki. Da to ja kto хоче, ja komu. А дивися, то сам собі теж. Ja, so теж сам. Панашу сам, теж мені буде це робив. Hallo. Die kurzen hat er gemacht hierfür zum Aufräumen. Und wenn die länger sind, das für Heu ernten. Wow.
Да, собі кажди на світі во. Ну, Левдеркейс біробе, там зубець довго. Але мій чоловік любить повчитись тако тут в людей. А то так треба. Бо він... Або я шов колись в людей не вчився. О, але вважайте на пальчики. То я вже старий спеціаліст. То вже спеціаліст. А бачите, мій Крістян пальчика немає тепер. Або тесть мій, батько її. Що? Все життя в лісі пропрацював, на пенсію вийшов, рубав дрова. Рубав дрова, а я що-то приїхав мотоциклом. А він до корови по обіді. І також щось тримається, кажу, що ви дід того тримаєтеся? Ай, бабам не кажи, я пальця відрубав. Боже, такий смілий! Виростика, сідайте до доктора і везу мотоциклом. Бо. Так що от таке життя, все життя проробив сокиру. Ну, так. І таке, і так сталося йому. Так само і я. Але дивіться, який він великий, і ви не боїтеся, а я би боялася. Ні, треба спокійно робити і все. Я вже я люблю того. Хоч тяжко мені, але я... Три, клас, і продають. Та внучка їздила в Італію на стажування. Та ви що? Ну, навчилася... Ваша внучечка, ваша. То не моя, ну, те й мого брата. А рабці вас були? Алло. А во! А, літає. А кури не беруть? Ні? Ага, б'ють, а во, ми поїхали. Ви ростовський соловей. Так? Так. А, я не знаю. Дід Іван все знає, навіть знає назви. Ну, він знає, котрої кури бере, котрої заяці бере. Нічого собі. Я знаю, бо я колись молодим батьком любив. Ні, кажу, то соловейка. Я голубив цілу стаю тримав. Та то рабець, ну то що, тіво. А я повірила, що це... Зайці, я ж то поняття. Зайця. А, зайці бере. Зайці бере, так. А кури то йде і засяде, і він так каменем летить. Пан Іван, ну ви вже їх як сірнички. Як сірнички. Нічого собі. Трошки порубай. Warte, jetzt habe ich so lange mit Opa geredet und Oma, dass ich habe schon vergessen, wo wir hingehen. Ah, wir hätten den Fragen sollen. Wir sind... Ich glaube, das ist hier direkt da vorne. Da wie, ich weiß doch, ich war hier schon. Ja, ja, und du warst ja auch. Aber hier ist schon vergessen, das Ende, also ein Ende unseres Dorfes. Ja, das ist schon mitten im Wald. Mitten im Wald, diese zwei Häuser. Ja, hier kommt auch nichts. Und noch ein Haus ist da hinten, aber ist jetzt leer. Da war noch andere Pan Ihor, der hat mit seiner Mutter gelebt. So, wir haben uns lange unterhalten, Opa Ivan und Oma Luba. Die haben uns erzählt über ihre Krankheiten so ein bisschen, was sie so haben und die Sorgen, die sie haben. Die wollten uns gar nicht mehr gehen lassen, ne? Oh, guck mal, die haben sich hier so ein kleines... Okay, in diesem See hat mein Hund, ich hatte vorher einen anderen Hund, der hat hier immer gebadet. Aber das war vor vielen Jahren, noch bevor unser Haus verbrannt ist, hatte ich so einen kleineren Hündchen. Weißt du noch? Ja, ja. Solche teure Jack Terrier. Der war sehr schön, lieb und süß auch. Der war auch sehr lieb. Ja, Panior. Direkt bei denen. Ja. Da braucht der jetzt da ein. Kann sein, dass er weg zum Geschäft. Ah, die Oma hat gesagt, er war im Krankenhaus. Ah, okay. Übrigens, der war im Krankenhaus. Warte mal, guck mal hier. Vielleicht kann ich dir das auch machen. Ja. Gehen wir hier zurück wieder? Ja. Wir müssen da zurück. Ja, wir gehen da zurück, geradeaus. Was ist das denn? Ups, das ist dieser Porchowka. Wow, aber direkt auf dem Grund. Oh, Pan Ihor. Pan Ihor hat Hühner. Sehr gut. Pan Ihor hat Kartoffelchen gegeben. Hat Kartoffelchen gegeben, hat Hühner gegeben.
Stopka, nicht machen. Stopka, du hast keinen Hunger. Machen. Nicht machen. Von Igor will den Hühnern geben. Ja. А wenn es aber hat, ihm da jetzt ein paar Jahre, dann schied nach завтра. Что же едят, то едят. Вони ж не з'їдають стільки. Hat 8 Hühner, hat einen Hahn, hat alles aufgeräumt. Zwar alt, aber aufgeräumt. Da, hat jeden Tag 3-4 Eier, hat gesagt. Ja. Und lebt wunderbar. Ja, ще тут трошки подивлюся, що. А, то ви тут воду даєте? А, на ніч, на ніч. Ну. Hier macht er die zu, die Hühner. Früher hatte er noch eine Kuh und hatte einen Kuh und einen solchen Stier. Бика ви тут мали, Юрка такого, де той бичок? Ти вже все я продав, нема. А чого? Стьопка, фу! Пан не можна. Не можна, все. Пан Ігор, ну все, па-па, все. Смачного вам, па-па, гарного дня вам. Дякую. Ой, хай мій зуда стіга. Дивіться, ну зовсім інакше ви рукою рухаєте, клас. А я навіть не міг підняти. Ну, а, на мед... а вам робили рентген чи ні? Та ні. Просто таблетки та й все. Да. Ясно. Ну все. Па-па. Па-па. Окей. Sehr gut, dass wir gesehen haben, wie es ihm geht. Яка машина? А чия то? Брата. Ну та він продає собі. Чекайте, я перейду перше. Але ви про ваше маєте. Пан Ігор, тачанка, то то що таке? Тачка. Тачка. Тачка то тачанка? Ну, приєдна одна, не на два. А, я думала, що я не знала, що таке тачанка. Я б ох кидав тачка. Що як? Шубка ви. Я шубка. Кажу тачка. Ага. Та. Ш, а то вод дрова? Ну. Ну, а хто тобі привіз? А Володька. А, Володька. Добре зробив. А скільки така кошує, така прицепна? Та, я. Я не знаю, то. То може брат купив? Так. Ну. Але файно. Ну, добре, добре. Пенсія ви маєте маленькі? Та я ніч не беру, то брат бере. Брат забирає. Добре, добре. Ну, але він продукти продає? Так. Продукти вам привозить, ну. Пан Ігор, ну тримайтеся, будьте здорові. Дякую. Заходьте в гості, па-па. Добре, па-па. О, раз ваш шой, не шатзакла. Я, соку. Прошу? Ні, вони там біля вони, нас. Вони біля дому. Так. Er hat sich gefreut, auf jeden Fall. Ja, ja. Dass wir jetzt mal so zwei Tage später mal kommen. Що, що? А, та тримайте, Боже, може будете що тримати? Я поки що нічого не маю. Може кози? А коли ви косили останній рік? Ich will, Schatz, ich will kein Heu von dem. Schatz, ich will nicht, ich habe zu viel Heu. Nur alle mehr dusche Bohato maisch. Ja, meine dusche Bohato. Dobre. Wollte uns Heu schenken, aber ja, ich will kein Heu. Ich will kein Heu, weil wir so viel haben. Oder, Schatz? Wenn er das hat, würde ich ihm das lieber abkaufen. Nicht ach, Quatsch, ich brauche das nicht. Ein bisschen was Geld hat. Nein, nein, der braucht kein Geld. Wofür braucht er Geld? Jetzt hat schöne Eier, Kartoffeln, hat jetzt ja, aber vielleicht später, noch zwei Äpfelchen. Wenn man mal krank wird oder so. Aber der Bruder hat ja, der hilft ihm ja, der gibt ihm ja alles. Der wohnt in der Stadt. Der Tabletten hat er umsonst bekommen, ein Bruder hatte. Alles gut. Oh, der Bruder lebt in der Stadt, aber hilft ihm. Ja. Komischerweise nimmt sein Bruder die Rente ihm weg. Das und vielleicht trinkt er dann, wenn er zu nein, der trinkt nicht. Der hat noch nie getrunken. Einfach nimmt ihn weg. Was das? Hey, ich meine, was da quiet, das kann man das. Aber was guck mal hier. Das ist dieser Birkenpilz. Oh. Vielleicht ist der noch gut. Hurra! Ah, der ist ziemlich trocken. No, aber kann man kochen trotzdem. Doch, der ist gut, glaube ich. Ja, der ist gut. Ja. Den kannst du erstmal trocknen, Scheibchen schneiden.
Da oben ist auch noch einer. Warte mal, geh mal weg. Ja, ne, nein, man sagt immer nur bis Januar. Siehst du? Aber die sehen gut aus, die sind nicht verfault. Die sind gut. Meinst du, man kann die noch verwenden? Man sagt bis Januar wachsen die, aber die sind ja, ist ja egal. Der trocknet dann, kannst du nehmen. Die riechen ganz anders. Riechen nicht so gut? Riechen nicht mehr dieses Geruch, aber ich koche die trotzdem scharf. Schaden, kannst du erstmal schneiden und kochen. Schaden tun die nicht. Wenigstens werden die unsere Parasiten töten. Weil wir haben bestimmt beide Parasiten. Bestimmt. Schatzi, wenn du nochmal siehst, dann bin ich nicht, bin ich nicht dagegen. Ja, man muss halt die Augen offen lassen. Ja, Parasiten zu vertreiben ist sehr, sehr gut. So, unsere Ziegen haben wir gelassen da auf der Wiese. Da bei dem Birkensaft auf der Wiese. Und wir hoffen, dass die okay sind. Aber war schön. Schöner Spaziergang war das. Ja, sehr schön. Aber ich freue mich jetzt schon auf ein leckeres Mittagessen. Oh, schön. Danke, Schatz. Und was haben wir heute? Nudeln, ne? Nudeln. Oh, mehr nicht. Ja, wieso? Lecker. Nur Nudeln mit Tomatensauce. Tee dabei. Tee dabei, was ein bisschen Süßes. Ich so. Ich denke, Ihr hat sich über Äpfel gefreut, oder? Ja, ich denke schon. Der hat da so alles. Der hat praktisch nur Eier gehabt, ne? Ja, aber das ist so das, was er immer isst. Zum Glück hat er diese 8 Hühner und diese paar Eier jeden Tag. Guck mal, da oben hat der Specht ein Loch gemacht. Siehst du das da? Hier in dem Baum? Nee, da. Ich sehe nicht, Schatz. Ja. Ah! Ja, 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 ja. Das Specht? Stimmt. Mein Schatz hat so gute Augen. Der sieht alles. Jetzt sind wir fast zu Hause. Und mein Schatz hat die Tasche mit dem Saft da versteckt, hinten. Mit dem Bohrer, mit dem Saft und Tasche und hat noch eine solche Ast mitgenommen. Oh, ho. Ich habe noch so ein Holz gefunden. Oh, ho, 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 ho. Für die Mädels? Ja. Und du den Saft tragen? Ja, natürlich, mein Liebling. Vielen Dank. In die Tasche habe ich auch Äste reingetan für die Kaninchen. Und ich ziehe mir noch Schatelein, aber vielleicht ist das zu groß. Ne. Uiuiui. Geht das denn? Das geht sehr gut. Nur noch ein Stück mehr. Oh. Immer denkt mein Liebling an unsere Ziegenmädchen. So lieb. Das lag da gerade runtergefallen. Was soll das? Das war sehr sauber und schön. Ich verstehe sowieso nicht. Hier ist so viel Brennholz liegt hier rum. Wir könnten die alles schön immer aufräumen, aber nein, die schneiden immer neu. Oh, Schatz, wenn man darüber nachdenkt, wie die Menschen die Erde kaputt machen, da wird man verrückt. Kann man nicht. Lieber singen wir und denken an den Stjopotschka. Stjopka! Und wir singen. Ich muss irgendein fröhliches Lied. Косико солов'я, соловей у саду тьох.
цьох канареючка. Рома, ні, Рома, Катерина напова. Катерина, ich hab vergessen mein fröhliches Lied. Macht ja nichts. Und Schatzi, wie schmeckt der erste Saft? So lecker. So richtig weich und süß. Ganz, aber so ganz wenig süß. Ganz wenig. Der allererste Saft 2024. Richtig lecker. Ich habe auch gerade schon. Hast du den ein bisschen warm gemacht? Bisschen. Ja, das sollte man, weil sonst hast du hier sofort... Im Topf auf dem Gas bisschen gewärmt, weil... Kann man sich hier sehr schnell ja, du heiser bist, werden. Du bist noch nicht fett und ich auch noch nicht. Du warst gerade voll verschwitzt, ne? Ja. Und kalt, sind die Öhrchen noch kalt? Nee, jetzt nee, bist du... Nee, sind nicht kalt. Mein Süß. Ich gehe jetzt ein bisschen weitermachen. Und in halbe Stunde ist schon Mittagessen. Oh, war gut. Ja. Kriege ich nicht so viel hin, aber ein bisschen. Ein bisschen nur. Oh Schatz, heute haben wir Bohnensalat. Thunfischsalat. Bohnen-Thunfischsalat, genau. Und noch Nudeln. Und leckere Nudeln, aber alles ohne Fleisch, noch solche Bohnen. Oh mein Tee. Lecker. Tomatensoße, Ziegenkäse, kein Fleisch, nur Nudeln, ne? Nur Bohnen heute, sehr viele Bohnen. Lecker. Dicke Bohnen, ja? Dicke Bohnen, große Bohnen, schwarzen Tee, rohe Eier oder willst du gekochte Eier? Ich koche, ich mache dir gleich noch zwei weiche Eier. Vielleicht gar keine Eier, ich habe so viel. Oder wie du willst. Thunfischsalat mit Bohnen. Aber diese Bohnen, das ist so lecker. Ja, gut, dass wir die gepflanzt haben. No. Die sehen auch so hübsch aus auf dem Feld. Mhm. Wie so eine schöne Arke. Arche, ne? Arke. Wie nennt man das? Welche Arke? Bogen. Bogen. Oh, richtig schön. Okay, dann guten Appetit. Danke. Und ich habe dich sehr lieb. Ich dich auch. Danke. Und diese, für das Essen. Diese dicke Bohnen sind auch lecker. Aber ich habe hier so viel. Ja. Okay. Und genieß das.